Ja Leute, willkommen zurück und Tacho natürlich wieder bei Wessel. Wir sind noch beim Endgegner und der hat beim letzten Mal ja nicht so richtig funktioniert. Ich habe mir noch mal ein bisschen was durch den Kopf gehen lassen. Also es muss natürlich richtig sein, hier auf Wasser umzuschalten. Das denke ich mal schon, aber ich glaube, dann sollten wir einfach noch mal ein bisschen vielleicht hier reinsprühen. Und da seht ihr auch einen Hebel hier unten und den habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht gesehen. Deswegen gehen wir da jetzt einfach mal rein. Und ja, wenn wir nämlich an dem Hebel ziehen, das ist quasi die Spülung, die haben wir damit betätigt. Und ja, der Gute ist jetzt weg. Und das sieht doch jetzt schon besser aus. Und wir können jetzt hier runtergehen und kriegen auch einen neuen Protokolleintrag. Die Quelle. Die Quelle. Nachdem diese Abscheulichkeit vernichtet wurde, läuft die Fabrik wieder normal. Es ist interessant, dass die Eigenschaft der Fluorus, die sie so erfolgreich gemacht hat, ihre Anpassungsfähigkeit, gleichzeitig die Quelle des Problems hier gewesen ist. Zudem war es diese Eigenschaft, die ich ausnutzen konnte, indem ich sie gegen sie selbst ausgespielt habe. Zum Ausgleich für die Reparatur der Fabrik habe ich eine Direktversorgung geschmolzener Lava für mein Labor. Das ist doch schon mal sehr schön. Wir haben jetzt quasi einen Direkt-Lava-Anschluss für unser Labor. Gehen wir mal gleich gucken. Ach, hier und das gibt's jetzt hier for free. Na, da ist noch ein kleiner Fitzel gewesen. Den wollen wir natürlich alles mitnehmen. Jetzt haben wir 13 mal Protoplasma. Das heißt eine Menge Upgrades. Wobei, ihr wisst ja, dass gerne auch mal dass Upgrades gerne nochmal 2 bis 3 solcher Protoplasma-Ladung kostet. Aber insgesamt haben wir jetzt 15 Stück, das sollte also schon auf jeden Fall gehen. Fabrik abgeschlossen, Lava im Labor erhalten. Ja, und wir kriegen nochmal so einen schönen Blick auf die Fabrik. Also Musik hat mir wirklich sehr gut gefallen hier. Ja, und das geht von selbst hier vorbei. Müssen wir also quasi nicht Escape drücken oder nicht zurück. Lavaversorgung. Ich werde jetzt unbeschränkt mit Lava versorgt, wodurch ich hier in meinem Labor Experimente tätigen kann. Die enorme Hitze könnte ein unerlässliches Element für den Betrieb des Beschleunigers sein. Die Hauptkammer des Beschleunigers muss mit Dampf gefüllt werden, wofür die Lava ein extrem nützliches Verdampfungsmittel ist. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, was für einen speziellen Dampf genau ich benötige. Weitere Experimente sind notwendig. Ja, das wäre auch zu einfach gewesen, wenn das Ganze jetzt schon gelöst wäre. Und wir haben jetzt hier, jetzt haben wir hier Lava offenbar. Ne, hier der Knopf. Ah, okay, das lässt vermuten, dass wir hier noch mehr Sachen haben, die wir freischalten müssen. Hier ist jetzt Lava, hier haben wir noch einen Punkt. Und wenn ich recht, genau, auf der anderen Seite auch. Das heißt, wir müssen jetzt ein Viertel vom Spiel erst durchgespielt haben. Geht's ja doch noch ganz schön lang. Eieieiei. So, und jetzt ist es Zeit für Upgrades. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was ich denn machen will. Level 2 Düse? Nee, ich glaube, ich nehme erstmal Level 1. Und das sieht aus wie ein größerer Tank oder so. Und den nehme ich einfach mal. Ich hatte doch eben noch 15 mal Protoplasma. Wo ist denn das jetzt bitte schön hin? Ich hatte doch wirklich ohne Mist eben 15 Einheiten. Ja, das Spiel ist manchmal, glaube ich, ein bisschen gemein, was das angeht. So, einmal drehen. Und die Waschmaschine läuft wieder auf Hochtouren und wir werden hoffentlich gleich das Update rausbekommen. Ja, sieht gut aus. Einmal hier ziehen. Und da kommt das Upgrade. Mal schauen, was es jetzt ist. Ja, hatte ich recht gehabt, den Rucksack. Flüssigkeitskapazität erhöht. Dadurch können wir jetzt noch mehr Wasser aufnehmen.
Okay, was können wir denn noch machen? Level 1 Düse, die sieht doch interessant aus. So eine weit gefächerte Düse mit Rückstoß offenbar. Jetzt ist die Frage, wie wir hier den Aufzug wieder runterkriegen. Na? Klappt nicht so richtig. Tja. Eigentlich müsste der doch runterkommen. Hier ist da sogar noch ein Zeichen dran. Dass der runterkommen soll. Keine Ahnung, wieso das jetzt wieder nicht funktioniert. Ich mach mal gerade... Nö, können wir nicht machen. Ich wollte gerade einfach mal alles zurücksetzen. Nee. Also entweder stelle ich mich hier wieder zu blöd an. Oder das ist vielleicht wirklich jetzt einfach mal Pech hier. Also, ich denke mal, ich muss leider hier raus, weil ich krieg's nicht hin. Aber ich komme natürlich später wieder und dann schauen wir mal, dass wir da noch ein paar Upgrades kriegen. Aber wo jetzt wirklich mein ganzes Protoplasma abgeblieben ist, das würde ich ja wirklich gerne mal wissen. Und wie es denn jetzt vor allem auch weitergeht. Also, ich gucke jetzt einfach mal hier Fabrik betreten. Ne, da waren wir ja schon. Und jetzt haben wir den Obstgarten. Der Obstgarten. Ich habe von weiteren Fluoroproblemen in einem großen kommerziellen Obstgarten erfahren. Oh je. Es scheint, als ob die Fluoroinstallationen modifiziert wurden, um noch effizienter zu sein. Das führte zu einem Chaos, das wiederum zu einem chemischen Ungleichgewicht führte, das Explosionen nach sich zieht. Ich muss diese Fluoros, ich muss dieses Problem annehmen, selbst wenn es nur dazu dienen sollte, Fluoros in einer freien biologischen Umgebung zu erproben. Tja. Aber wie kommen wir hier rein? Wir brauchen auf jeden Fall Dampf. Könnten natürlich... ich habe eine Idee. Wir basteln uns ein Fluoro. Und zwar einen der aggressiven Sorte. So, und der will doch bestimmt... Genau, der verfolgt mich jetzt doch. Und dann kann ich natürlich an geeigneter Stelle ihn dann hier abschießen. Und das müsste dann wieder genügend Dampf erzeugen, um dann hier oben... das Ganze voll zu machen. Kommt er auch? Ja, der kommt wirklich. Und für alle Leute, die richtig erkannt haben, ich bin irgendwie bei den Temperaturen wirklich so ein bisschen heiser. Meine Stimme leicht anders als sonst. Och nö. Das hat jetzt aber überhaupt nicht so geklappt, wie ich gedacht habe. Nochmal zurückgehen. Also das Ganze nochmal, Fluoro. So. Ja, und der hat sich gleich selbst zerstört. Klappt nicht so wirklich und ja. Okay. Bin ich gestorben, ist aber glaube ich auch nicht schlimm, weil jetzt können wir nochmal zu der anderen Maschine gehen. Vielleicht klappt es jetzt ja, dass wir noch ein paar Upgrades kriegen. Ja, das wäre ja wirklich ein Ding, wenn das nicht mehr gehen würde hier. Ja, und der Aufzug ist jetzt unten. Jetzt geht es. Jetzt fährt er wieder hoch. Dabei haben wir noch gar nicht ausgesucht, was wir hier haben wollen. Diese... Eine Düse hier, genau die wollten wir.
gehe jetzt nochmal hoch. Ja, und jetzt klappt das Ganze auch. Also ganz komisch wieder, was da eben war. Und hier wirklich habe ich ein bisschen Leben geschüttet und Protoplasma ist ja so wichtig, dass wir da nichts daneben schütten. Muss alles wieder mitgenommen werden. So, nächster Versuch hier. Ja, ist fertig. Können wir gleich abholen. Einmal runterdrücken und fertig. Neue Düse halten. Und die probieren wir gleich mal aus. Das ist sie hier. Und ja, die hat wirklich so einen Rückstoß. Kann man da vielleicht auch... Ah ja, genau. Dachte ich mir fast, da können wir so einen Sprung machen. Habt ihr gesehen? Also quasi wie so ein... Den Strahl als Antrieb benutzen, wegen dem Rückstoß. Okay, gut. Dann, ja, jetzt... Sollte das aber jetzt wirklich mal reichen. Also, wir müssen irgendwie da in den Obstgarten reinkommen. Ja, ich glaube... Den hat es erledigt, oder? Wieso passiert denn hier nichts? Also noch mehr Lava, das kann doch gar nicht sein. Das ging doch eben auch. Na, kommt die zu langsam oder was? Oh, das ist aber ein... Mini-Variante und ist auch noch der falsche, sehe ich gerade. Der hat sich nämlich nur auf den Knopf gestellt. Ich brauche doch hier den, der mich auch verfolgt. Und der ist auch direkt auseinandergefallen. Kann ja nie so schwer sein, so einen Fluor herzustellen. Ging doch eben gerade auch. Okay, das wird was, glaube ich. Der wird fertig. Gut, und jetzt nochmal das Gleiche. Also der muss irgendwie... Der muss irgendwie bis hier vorne hinlaufen am besten. Ich gehe jetzt mal so weit wie möglich nach links. Bin ich besser gesagt schon. Und da kommt er. Ich nehme schon mal die dicke Düse hier. Ja, das hat gereicht. Sehr schön. Das hat gereicht, um den Obstgarten hier zu öffnen. Den Obstgarten betreten wir noch in der Folge, aber dann ist auch Schluss. Das war's dann wieder für heute mit Wessel. Und dann ja hoffentlich zu interessanten Rätseln dann beim nächsten Mal im Obstgarten. Bis dann. Ciao, ciao.